Freunde, es geht bei den Themen Ofen und Herd jetzt tatsächlich um, wie ist so ein Herd aufgebaut. Wir haben jetzt hier einen, es gibt unterschiedliche Breiten, es gibt unterschiedliche Höhen, unterschiedliche Ausstattung, aber grundsätzlich haben sie alle erstmal gemeinsam, sie haben natürlich eine Kochfläche, in dem Fall aus Stahl. Meistens, aber das kommt auf die Breite an, ab so 60er Breite etwa geht es los mit den Backfächern. Ne, mal Backfach. Man hat logischerweise einen Feuerraum, sonst wird da nichts mit Herd und nichts mit Kochen. Was alle auch eigentlich gemeinsam haben, ist, sie haben ein Aschefach. Es gibt mittlerweile, es gibt Modelle, Grundofenherde oder sowas, da gibt es kein Aschefach, aber die meisten haben es doch. Dann haben wir meistens auch einen Vorratsbehälter für Holz, ja, damit ich nicht immer rauswenden muss. Und die Revisionsöffnung, die unter dem Backfach sind, wenn das Backfach vorhanden ist, oder eben unter dem Feuerraum, wenn kein Backfach vorhanden ist. Das ist eigentlich obligatorisch. Und jetzt gucken wir uns das Gerät auch nochmal von innen an, damit wir da komplett euch da informieren können. Findet. So, hier ist die Feuerluke, das heißt, hier stößt die Flamme direkt raus, in dem Fall geschützt bzw. gelenkt durch die beiden Schamottplatten sind es. Ich kann die ja wegnehmen, ja, dann habe ich an der Stelle halt komplett heiße Fläche, aber es macht schon Sinn, weil ich will natürlich eine gewisse Flammenbündelung auch haben. Dann habe ich hier von oben das Backfach. Die Rauchgase würden, wenn ich den Schock nicht ziehe, der Schock ist hier, also Schock ist nichts anderes als eine Anhaltsklappe, ja, üblicherweise verbaut, weil der Widerstand in so einem Herd extrem groß ist. Die Rauchgase bzw. das Feuer stößt die aus, die Rauchgase laufen hier drüber lang, gehen nach unten unterm Backfach lang in die Rückwand und strömen dann quasi gegenüberliegend wieder aus, gehen einmal komplett durch den Herd durch. Dafür ist es eben erforderlich, dass auch Schamott da ist, damit das gespeichert wird, damit die Wärmehaltung da ist oder zumindest Wärmekolit als isolierenden Faktor. Und dann habe ich einen komplett erwärmten Herd, der auch lange heiß bleibt. Beim Anmachen ist es allerdings so, dass ich immer das Problem habe, dieser Widerstand, also dieser lange Weg, ja, ohne vorhandenen Unterdruck, weil der wird über die Temperatur aufgebaut, wird es schwierig. Ja, dann qualmt es vielleicht aus dem Feuerraum oder qualmt hier irgendwo durch. Und deswegen macht man am Anfang die Anhaltsklappe mal auf, dann ist der direkte Rauchgasweg zum Abgasanschluss da und ich habe einen schnellen Anhaltsvorgang, der dauert dann meistens so eine halbe Stunde und wenn der Ofen oder Herd dann läuft, dann passt das alles. So, was man machen kann mit so einem Herd, ist, man kann den so frei hinstellen, wie er jetzt gerade steht, dann brauche ich auch keine großen Abstandsflächen einhalten, dass hier hinter nicht unbedingt eine brennbare Wand sein darf, das dürfte sich selbst erklären, aber hat man in der Regel ja auch nicht, das ist meistens Stein, gefliest oder sowas. Und dann kann ich den aber auch integrieren. Das heißt, ich kann ihn voll integrieren. Das würde bedeuten, dass beispielsweise so ein Schubfach hier wegfällt oder dass hier unten der Sockel wegfällt. Unten der Sockel, zeige ich. Hier der Sockel. Dass das wegfällt und er komplett in die Küche integriert wird. Dafür gibt es auch extra Herdkränze. Ich könnte auch hingehen und könnte einen Herdkranz aus Stein machen und sowas. Ja? Also voll integriert heißt tatsächlich, dass ich nicht mehr sehe, dass dieser Herd ein separates Gerät ist eigentlich, wie bei einem E-Herd. Da gibt es so die halbintegrierten, das bedeutet, dass ich jetzt eigentlich hier, meine Küchenzeile endet hier von mir aus und ich stelle den da dran. Ja, das ist immer noch so, dass ich da eine Brandschutzeinheit brauche, wie bei dem vollintegrierten auch. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass brennbare Bauteile nicht Schaden nehmen, Holz meistens bei Möbeln. Ja. Das heißt, hier würde dann eine Brandschutzeinheit sitzen, entweder integriert oder außen davor und ich könnte dann direkt meine Küchenmöbel anbauen oder anbauen lassen. Auf der anderen Seite genau das Gleiche. Das wäre dann eben so halb integriert, beide Varianten sind da. Ich kann hingehen, kann den Herd auch noch verbreitern, kann hier einen E-Herd daneben bauen. Das ist dann auch so ein bisschen teilintegriert, weil solange das Gerät nicht komplett eingebaut ist, also von oben bis unten, spricht man halt von teilintegriert und das ist auch die häufigste Art und Weise, wie man das macht. Aber das war zum grundsätzlichen Aufbau. Mehr gibt es am Herd nicht. Die Technik hat sich auch seit tausend Jahren etwa nicht geändert. Das ist immer noch das Gleiche, so wird ein Herd gebaut.
funktionieren immer noch genauso und sind auch genauso effizient, weil es ist das einzige Gerät, wo ich eben drei Funktionen habe. Ich kann kochen, ich kann backen in aller Regel und ich heize. Ja, das ist tatsächlich am kostengünstigsten, wenn man es mal alles zusammenrechnet. In dem Sinne, Fragen, wie immer unten in die Kommentare. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da, bitte das Glöckchen-Symbol nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal garantiert wieder.